Yo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Rocket League Sideswipe Video auf meinem Kanal. Freunde, heute soll es um die Hitboxen in Rocket League Sideswipe gehen. Viele von euch haben mich gefragt, yo Clash Dogs, gibt es eigentlich Hitboxen in Rocket League Sideswipe? Welches Auto hat die beste Hitbox? Genau, das werden wir heute besprechen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, schaut das Video bis zum Ende. Und ganz, ganz wichtig, Freunde, lasst super gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Weil wir wollen dieses Jahr vielleicht sogar noch die 7500 Abonnenten knacken. Und wenn wir das schaffen, es wäre super, super geil. Aber das schaffe ich nur mit eurem Support. Wir wollen eine extrem geile Rocket League Sideswipe Community aufbauen. Aber Freunde, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange drum rum und starten direkt rein mit dem Video. So Freunde, die erste Frage ist natürlich, was ist eine Hitbox? Ganz einfach gesagt, wir gehen hier dafür am besten mal ins Training. Die Hitbox eines Autos ist der Teil vom Auto, mit dem man den Ball wirklich im Spiel dann berührt. Wie ihr schon seht hier zum Beispiel beim Dominos, ich habe hier einen extrem geilen orangenen Dominos gezogen, wann und wie, werdet ihr bald in einem Video sehen. Aber Freunde, erstmal, die Hitbox ist also der Part von dem Auto, womit man den Ball trifft. Hier beim Dominos seht ihr zum Beispiel, wenn wir hier in den Rasen reingehen, sehen wir, dass ein großer, großer Teil fast bis zur Hälfte des hinteren Hinterrades im Boden steckt. Das heißt, es ist ein Teil, womit wir den Ball gar nicht erst berühren. Gerade auch hier beim Airdribbeln sehen wir, da machen wir am besten mal eine kleine Zeitlupe drauf. Beim Airdribbeln sehen wir, der Ball geht immer fast bis zum Vorderrad rein ins Auto. Das heißt, wir berühren ihn nicht komplett mit der Spitze, sondern berühren ihn wirklich erst ab einem bestimmten Teil von Auto. Und das ist die Hitbox, meine Freunde. Das ist die Hitbox. Und ganz wichtig zu sagen, Freunde, ich blende euch hier mal ein ganz, ganz großes Bild ein. Das Bild ist vom lieben Mox, der hat auch so ein sehr, sehr gutes Video gemacht. Ist halt auf Englisch. Und deswegen habe ich mir gedacht, viele von euch haben keine Ahnung, können nicht so gut Englisch. Und deswegen machen wir hier nochmal ein super, super gutes Video auf Deutsch. Ich hoffe, Leute, ich kann es sehr verständlich erklären, Freunde. Und wie ihr seht, hier hat Mox so innerhalb von, weiß ich nicht, wie viel Arbeit, richtig viele Tests von jedem einzelnen Auto gemacht. Das heißt, von jedem Auto, was es zurzeit in Rocket League Sideswipe gibt, hat er einmal den Test gemacht, wie die Hitboxen von dem jeweiligen Auto sind. Und so, Freunde, man sieht schon, die Hitboxen sind bei jedem Auto gleich. Das heißt, man sieht, die Rechtecke sind überall gleich groß. Sie sind gleich hoch, gleich breit. Und das heißt, jedes Auto hat die gleiche Hitbox. Das Ganze funktioniert aber nicht zu 100%. Zum Beispiel bei Rocket League ist es ja so, dass jedes Auto unterschiedliche Hitboxen hat. Das heißt, wir haben einen Dominos, haben wir eine größere Hitbox als bei einem Octane oder einem Fennec. Aber hier ist es so, dass vom Ding her die grundlegende Hitbox bei jedem Auto gleich ist, sie aber bei jedem Auto anders verteilt ist. So ist sie zum Beispiel beim Octane oder auch beim Scarab, funktioniert sie zu 100%. So ist sie genauso groß und ungefähr genauso breit wie das jeweilige Auto. Aber zum Beispiel beim Distro oder auch beim Dominus sehen wir, dass die Hitbox nicht 100% funktioniert. So haben wir hinten den großen Part überstehen und vorne auch und oben sowieso. So berühren wir oben den Ball ja auch nicht 100% genau an der Stelle, wo das Auto aufhört, sondern manchmal ein bisschen weiter oben, manchmal ein bisschen weiter unten, Freunde. So, Leute, ich würde sagen, wir schauen uns die ganzen Hitboxen jetzt mal im Detail an. Von unserem schönen orangenen Dominos haben wir es ja schon gesehen. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an mit dem Merc. Der Merc ist, wie viele von euch wissen, eins der größten Autos in Rocket League Sideswipe. Somit haben auch viele vermutet, dass der Merc irgendwie eine bessere Hitbox hat, dass man damit leichter die Bälle trifft, ist aber nicht so. Wenn wir uns hier einfach mal auf den Boden stellen, sehen wir schon, ein großer, großer Teil vom Merc verschwindet hier im Boden. Das heißt, der hier im Boden ist, wird nicht als Hitbox vom Merc gezählt. Wir können auch mal probieren, so ein bisschen zu airdribbeln. Und am besten blende ich euch hier immer eine Zeitlupe ein, dass ihr seht, wie sehr der Ball hier wirklich in den Merc reingeht. Und ihr seht schon, es ist schon hier auch gerade an der Decke, habt ihr es perfekt gesehen. Der Merc, die Hitbox ist, man sieht sie auf dem Bild hier unten links eingeblendet. Man sieht es auf dem Bild, die Merc-Hitbox ist wahrscheinlich einer der schlechtesten Hitboxen, die es überhaupt nur gibt. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr ungenaue Hitbox im Gegensatz zum Merc. Das heißt, wir treffen den Ball zwar manchmal rein visuell mit dem Merc, aber wirklich abprallen tut der Ball ja nicht. Wenn wir hier jetzt mal, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier perfekt zeigen kann, leider gerade nicht, aber wenn wir zum Beispiel flippen und der Ball nur durch die Spitze durchgeht, treffen wir oft nicht den Ball. So, Freunde, ich würde sagen, als nächstes schauen wir uns den Aftershock an. Der Aftershock hat eigentlich eine relativ gute Hitbox. Der liebe Mox hat auch alle Hitboxen einzeln bewertet, hat der Aftershock auch ganz gut abgeschnitten. Wir sehen schon vom Ding her, das Einzige, was hier nicht mit in die Hitbox reingezählt wird, sind diese kleinen Flügel da hinten. Das heißt,
an diesen Flügeln kurz ein cooles Tor machen. Nee, das heißt, an diesen Flügeln kann der Ball nicht abprallen. Vorne ist es aber relativ genau, die Hitbox. Wir können ja auch wieder mit unserem Aftershock airdroppen. Das heißt, die Hitbox vom Aftershock funktioniert eigentlich relativ gut. Ich glaube, Mox hat ihm von 1 bis 10 eine 8 gegeben. Ich würde ihn auch sehr, sehr gut bewerten, aber ich finde, das Auto ist einfach viel zu hässlich, also zocken zu können. Und es gibt ja auch noch Autos mit einer ähnlichen Hitbox, die dann auf jeden Fall noch besser sich spielen lassen. So, Freunde, als nächstes nehmen wir den Werwolf. Werwolf ist relativ ähnliche Hitbox wie zum Beispiel beim Distro oder auch beim Dominus. Das heißt, wir sehen schon, hinten, er sackt wieder relativ wenig nur in den Boden ein. Das Problem am Werwolf ist, er sackt relativ weit hinten ein, aber auch relativ weit vorne. Somit ist es relativ ähnlich wie beim Dominus zum Beispiel. Ich würde sagen, ist sogar fast genau die gleiche Hitbox wie beim Dominus. Ich würde auch sagen, dass der Werwolf relativ gleich groß ist. Das heißt, wenn ihr mit Dominus gut sein werdet, werdet ihr wahrscheinlich auch mit dem Werwolf gut sein. So, aber ich würde sagen, wir schauen uns direkt die nächste Hitbox an, und zwar vom Distro. Distro ist meiner Meinung nach das schlechteste Auto, was die Hitbox angeht. Das heißt, wir sehen schon direkt hier unten links auf dem Bild eingeblendet, der hintere Part vom Distro verschwindet zu, weiß ich nicht, guckt euch das an. Das ganze hintere Rad ist einfach kein Teil mehr von der Hitbox. Wir sehen, der verschwindet fast komplett. Und das merkt man wirklich auch im Spiel. Wenn man hier versucht, irgendwie den ganz leicht zu treffen mit dem hinteren Teil, das dauert immer extrem, extrem lang, bis man den Ball wirklich trifft mit dem Hinterteil. So sehen wir es jetzt hier. Können wir auch noch mal kurz eine Zeitlupe einblenden. Da sehen wir, wie weit der Ball wirklich hinten in das Heck des Distros reingeht. Ganz langsam, zack, bis der Ball ihn wirklich berührt. Das ist wirklich ganz, ganz krank. Das ist ganz krank. Und und kann ich euch wirklich, spielt Distro nicht. Ich verstehe Leute nicht, die einen Distro spielen. Ihr habt wirklich, es man muss sich wirklich extrem, müsste sich extrem dran gewöhnen und wissen, dass das Heck niemals so einfach diesen Ball berühren wird. Und deswegen vertraut mir, spielt kein Distro, macht es euch leicht, gerade wenn ihr Anfänger seid, und probiert euch gar nicht erst auf den Distro einzuspielen. Das nächste ist der Dominus, den haben wir uns ja schon angeschaut. Jetzt kommt der Scarab. War für mich lange mein Lieblingsauto, habe ich auch allen Anfängern empfohlen. Und Leute, no joke, es ist immer noch ein super Auto. Ich glaube, der liebe Mox hat dem Scarab von der Skala von 1 bis 10 eine 9 sogar gegeben. Also ich glaube, es war sogar das zweitbeste Auto. Das heißt, wir haben eine ziemlich, ziemlich genaue Hitbox. Es geht hier, wie ihr seht, bis zum Rad ganz vorne. Zack, und da trifft er mit dem Ball. Und es geht bis zum hinteren Teil des Rades. Das einzige Problem ist oben ein bisschen, dass der Ball an der oberen Stelle, hier habt ihr es gerade ganz gut gesehen, immer relativ tief eindringt in das Auto, sodass der obere Part nicht zu 100% übereinstimmt. Aber sonst funktioniert das einfach super. Gerade vorne und hinten ist es wirklich perfekt. Nur oben, würde ich sagen, ist es nur ganz okay. Freunde, zum Schluss kommen wir jetzt zu meiner Meinung nach besten Auto in Rocket League Sites zur Zeit, zur besten Hitbox. Und zwar ist es, wie eigentlich immer, der Octane. So, es war auch für mich, also sowieso Fennec Octane Hitbox war auch für mich auch schon in Rocket League die beste, also normalen Rocket League, und ist für mich jetzt auch im Sideswipe die beste. Es ist jetzt gerade auch mein Main Auto, das heißt, chilliges Tor. Das heißt, wir haben eine relativ direkte, ich nenne es jetzt direkt, weil es einfach fast zu 100% stimmt, die Hitbox mit dem Auto. Das heißt, wir sehen, hinten passt perfekt. Wir haben nur einen ganz kleinen Teil überstehen vom hinteren Rad, und sowieso der Heckspoiler ist nicht drin, aber der Heckspoiler, ich meine, das ist klar, dass hier, man hat es gerade leicht gesehen, dass der Ball durch den Heckspoiler durchgeht. Und so ist es auch an der Front. Das heißt, wir treffen den Ball fast ziemlich genau. Wir machen hier nochmal Zeitlupe. Zack, wir treffen den Ball fast ziemlich genau mit der Spitze vom Octane. Und somit ist die Octane-Hitbox sehr, sehr, sehr nah am Original. Das heißt, hier, wie der Octane hier auch aussieht. So, Freunde, abschließend würde ich jetzt nochmal einmal meinen Favorit sagen. Mein Favorit ist, wie ihr es gerade wahrscheinlich schon rausgehört habt, der Octane von der Hitbox her. Ich würde dem die beste Note geben, und dem Distro direkt daneben ist meiner Meinung nach das schlechteste Auto, was
die Hitbox angeht. Super gerne, könnt ihr aber auch den Scarab spielen, hat auch eine super Hitbox. Dominus werde ich jetzt auch nicht mehr spielen, weil ich gemerkt habe, yo, ich habe es wirklich in-game gemerkt bei Ranked, dass wenn ich, dass ich auf den Ball nicht getroffen habe, an leichten Stellen, ist es, gerade wenn man keinen Jump mehr hat und dann irgendwie versucht zu flicken, trifft man den oft auch mit dem, versucht man den irgendwie noch mit dem Heck zu treffen und dann denkt man halt, yo, der trifft den, aber dann geht der Ball irgendwie durchs Heck durch. Genauso Distro würde ich auch keinem mehr empfehlen. Werwolf ist noch ganz okay, aber ist eigentlich relativ ähnlich mit dem Dominus, genauso wie Merc, eigentlich auch kompletter Schwachsinn. So, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mal super, super gerne in die Kommentare, ob ihr durch das Video jetzt vielleicht ein anderes Auto spielt oder ob ihr sowieso schon wusstet, dass Octane die geilste Hitbox hat. Wenn ja, schreibt es super gerne in die Kommentare. Lasst natürlich auch super gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Kuss geht raus für euren ganzen Support. Ich hoffe sehr, ihr habt heute noch einen wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, haut rein, Freunde, und ciao. Ciao.